Hey ho, meine Lieben! Schrauben und Grillen, das ist heute das Motto. Ja, richtig grillen. Unten im Hof, ich baue eiskalt unten den Klappo auf. Und was mache ich? Maisfladen mit. Moment. Taco Caracha Fleisch. Genau. Das mache ich heute. Sprich, ich nehme die Cam mit runter, der Klappo geht mit runter, mein Werkzeug etc. pp. Geht mit raus, schraub nebenbei am Motorrad und nebenbei wird dann noch gegrillt. Wir gehen jetzt rüber, setzen den Teig für die Teigfladen an, für die Maisteigfladen. Maisfladen, kann ich sogar auf dem Monitor lesen. Und bereiten auch das Fleisch vor. Und das machen wir jetzt drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Und danach geht es dann draußen unten weiter. Ganz genau, Attacke. So, da wären wir schon. Öl, Mehl, Maismehl. Im Hintergrund die Stimme, was ihr hören werdet, ist der Iffel. Der hat mich heute besucht und leistet mir Gesellschaft. Eventuell kommt nachher noch jemand zu Besuch. Ja, ob man die Leute sehen wird, rein theoretisch nicht unbedingt. So, schnapp ich mir jetzt mal einen Löffel. Du hast es runtergerechnet? Ja. Auf 4 Personen. Ja, was brauchen wir? 80 Gramm Mehl, und zwar Weizenmehl und 80 Gramm Maismehl. Hey, 80 Gramm, perfekt. Ja. 80 plus 80 sind 160, gell? Rein rechnerisch. Sagt der Pythagoras. Dann haben wir 160. Servus. Servus, grüß dich. Verarscht. Ja? Verarscht. Ja, ja, klar, du. Ich habe nämlich bei Zigaretten aufgeschlichen, wisst ihr? Dann hauen wir ja, knapp 5 Esslöffel Öl hinzu. Na klar, sonst kommt auch dazu, oder? 1, 2, 3, 4. Naja, nicht ganz 5. Wie viel Wasser? Wie steht nicht drin? Am Anfang stand das Wasser mit dabei. Was? Kein Wasser. So, 50 Milliliter Wasser. Und ja, wenn es zu flüssig wird, können wir einfach noch von dem Maismehl oder normales Mehl mit hinzufügen. Ich bin ja schon fast versucht, ein Helferlein zu schreien. Ich bin noch Lunser Seminar gewohnt. Ja. Da hätte ich ja ganz schön verwöhnt, oder? Ja, das war geil, das war richtig geil. Also die Waage kann ich auch wegtun. Da haben wir schon ein bisschen arg wenig gemacht. Das ist eine Fladenbude. Du meinst lieber Fleisch als Brot. So, den packe ich jetzt noch in Folie ein, lege den dabei noch in den Kühlschrank. Und ich hätte gesagt, wir machen uns dann direkt unten am Klappo auf der Flansche nachher unsere Portionen, unsere Fladen. Einfach mit der Hand schwuppdiwupp. So werden wir das auch machen. Ich hoffe natürlich, dass das Zeug schmeckt, weil ich habe jetzt nicht einmal das Salz, ne? Du hast nichts gesagt. Ohne Salz ist blöd. Ohne Salz ist blöd, sagst du? Ja. Soll ich noch eins dazu tun? Ja. Also kneten wir noch ein Salz, ne? Jetzt habe ich aber keinen Handschuh mehr an. Brauchen
machen wir einfach noch ein bisschen Salz mit drauf. Also man soll den Deckel abnehmen. Habe ich schon versalzen? Nein, passt. Näht man es halt nochmal schnell durch. Noch habe ich nicht am Moped geschaut, noch habe ich keine dreckigen Finger, aber da ziehe ich nachher auch Handschuhe an. So, Salz ist mit reingeknetet. Passt. Ab in die Kühlung und dann machen wir nach dem Cut mit dem Fleisch weiter. Dann bereiten wir unser Fleisch vor. Zwiebel habe ich jetzt schon mal schnell geschält. Nee, das ist die Zwiebel zu groß. Schneiden wir sie schnell mit der Hand. Da schneide ich jetzt einfach so, ja, so halbwegs Scheiben runter und die schmeißen wir komplett rein. Ich sage ja halbwegs Scheiben, weil das Fleisch darf ja nachher auch erst noch eine halbe Stunde oder Stündle durchziehen. Na komm, ich glaube, so geht es einfacher. Also eine große Metzgerzwiebel reicht für die Menge. Definitiv. Was haben wir jetzt hier alles Schönes? Weil uns das Ganze nicht reicht, habe ich noch drei schöne Caprese-Griller. Komm auf die Seite, mein Brotzeit wurscht für nächste Woche. Ja. Dann habe ich hier ein Stück Filet. Lass mal dran, interessiert mich jetzt auch nicht. Wenn es schön verbrutzelt ist, merkt man davon eh fast nichts mehr. Und das werden wir schon überleben. Und hier schneiden wir eben so gulaschgroße Bröckchen raus. Und dann hier habe ich noch einen Schweinenacken. Und dann machen wir genau dasselbe. Die dürfen auch ein klein bisschen größer sein, wenn sie nicht gerade davon rutschen. So. Und über das Ganze hauen wir jetzt eine ordentliche Portion von dem Taco Caracha drüber. Machen gleich die große Seite auf. Und wenn es nicht schmeckt, ist der hier wieder schuld. Ein bisschen Öl haben wir auch noch mit drauf, drüber, rein. Und genau deswegen habe ich die Zwiebeln mit rein gleich, damit die auch schön durchgeknetet werden. Leute, das wird richtig, richtig geil. Und wenn einer von euch jetzt sagt, das reicht nicht, dann haben wir Pech gehabt. Alex, du grinst so? Ja, ich glaube schon, dass das nimmt. Wie als Vollblut-Vegetarier. Was, du willst noch eine Zucchini haben? Ja, ich denke, mir ist schon schlecht. Oh, panierte Zucchini, geil. So. Jetzt
schaue ich, dass ich noch Schale mit Deckel erwische, irgendwas, wo ich das reintun kann, damit man das später dann ordentlich mit runternehmen kann. Und dann darf das erst einmal noch ein bisschen schlafen. So, so sieht es jetzt aus. Lässt sich definitiv besser nachher mit runternehmen. Außerdem tue ich in die Kühltasche, wo ich das Zeug nachher rein tue, weil draußen ist ja gut sitze, noch ein paar Kühlakkus mit rein. Tja, dann würde ich sagen, richte ich jetzt das ganze andere Zeug her und weiter geht's dann unten im Hof.